Fernerkundungssensoren. Temperatur der Erde und Atmosphäre, Intensität von Regen, Wind und Wolken, Feuchtigkeit und Salzgehalt. Passive Fernerkundungssensoren messen dies und helfen so, unseren Planeten besser zu verstehen, Naturkatastrophen vorherzusehen und zu verhindern. Passive Fernerkundungssensoren messen die von allen Körpern emittierte elektromagnetische Energie, wie etwa thermische Infrarotstrahlung, Erdwärme. Oder das Sonnenlicht, das von Erde und Ozeanen reflektiert wird, Energie, die nachts nicht gemessen wird. Alle Körper, deren Temperatur höher als 0 Grad Kelvin ist, die kältestmögliche Temperatur, emittieren elektromagnetische Energie. Passive Fernerkennungssensoren oder Strahlenmessgeräte messen diese Energie bei Mikrowellen, Infrarot oder sichtbarem Licht. Passive Fernerkundungssensoren erkennen natürliche elektromagnetische Energie wie Infrarot oder Sonnenlicht, messen aber auch andere emittierte Signale als Signals of Opportunity, SOP bezeichnet. Beispiele sind Signale globaler Satellitennavigationssysteme wie des amerikanischen GPS, des russischen GLONASS, des europäischen Galileo und des chinesischen Baidu-Systems. Diese Signale werden von der Erde wie Sonnenlicht reflektiert und von passiven Sensoren gemessen. Dies ist GNSS-Reflektometrie. Wir können auch die Beugung dieser Signale durch die Atmosphäre messen, ähnlich der Lichtbrechung durch ein Prisma oder die Refraktion bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Dies ist GNSS-Radio-Okkultation. Die Abweichung zwischen diesen Signalen und ihren Reflexionen gibt uns wichtige Informationen über Objekte auf unserem Planeten oder dessen Umkreis. Machen wir ein Experiment, um besser zu verstehen, wie ein passiver Sensor funktioniert. Stellen Sie ein Radio auf eine Frequenz ohne Sender. Sie hören Rauschen. Es sind sogar zwei Arten von Rauschen. Rauschen, das die Antenne empfängt, und Rauschen, das vom Radio selbst erzeugt wird. Wenn Sie jetzt die Antenne abziehen, dann hören Sie nur das Rauschen des Radios. Ein passives Mikrowellenradiometer muss das Rauschen trennen und nur das Rauschen messen, das über die Antenne empfangen wird.